Oh hey, hi, willkommen. Metro Prime 2. Es sind ein paar Tage vergangen zwischen dieser und der letzten Aufnahme, aber ich weiß noch, dass ich jetzt nächstes sehr schicker machen wollte. Den klassischen Bosskampf, welcher ungefähr 3 Jahre dauern wird. Das heißt, ich hoffe, ihr seid mental darauf vorbereitet. Hätte ich gern mehr Powerbomb? Ich glaube, ich kann vorne noch irgendwo meine Munition auffüllen. Ich weiß nicht ganz, ob ich vorbereitet bin, aber wir bekommen das hin. Denke ich. Das ist der richtige Weg. Das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Und ich kann meine Munition hier auffüllen. Das bedeutet, obwohl ich generell genug habe und ich beim besten Willen nicht weiß, was die Powerbomben mir jemals bringen können bei diesem Kampf, werde ich mal eben meine Munition auffüllen gehen. Ich meine, wenn wir schon mal hier sind. Wir sind auf der Suche nach dem letzten Schlüssel, der benötigt wird, um den Emperor aufzusuchen. Den Imperator der Inks. Und wir werden einfach mal hoffen, dass wir den irgendwo finden. Denn es gibt nicht mehr viele Item-Locations. Wobei natürlich streng genommen noch sehr viele Missiles fehlen, aber... wir werden sehen. So, kann ich die Cutscenes skippen? Dankeschön. So, die Seeker-Missiles haben wir. Das heißt, ich kann das Ganze einfach befreien. Das ist aber bei dem Bosskampf, was mich immer verwirrt hat. Ich bin immer noch sehr, sehr unsicher, ob man nur gegen eine Chica-Larve kämpft, die dann später zu einer Motte wird. Spoiler an der Stelle. Oder ob es zwei verschiedene sind. Ich glaube, es sind aber zwei verschiedene. Ich bin mal wirklich unsicher. Bei diesem Gegner gibt es auf jeden Fall, ähnlich wie bei dem Grapplebeam-Boss, welcher unglaublich spaßig war, die kleine Besonderheit, dass wir Chica auf jeden Fall scannen wollen. Mit, ja, was auch immer. Damit der Schwachpunkt deutlich wird, welcher der Bauch ist. Und auf den wollen wir absolut schießen, wenn wir die Möglichkeit haben. Und natürlich die Gegner. Üblicherweise kenne ich sie immer mit der Dark Beams, weil ich Light Beam Munition brauche. Allerdings habe ich das Gefühl, dass das in dem Fall nicht nötig sein wird. Und damit können wir ziemlich effiziente Treffer landen. Vor allem, wenn Chica eventuell das Bedürfnis hat, hier zu landen. Ich weiß nicht ganz, wie gut ich das hinbekommen werde. Aber wenn Chica hier landet auf der Plattform, dann kann man Super Missiles in den Brustkorb schießen, was unfassbar effizient ist. Ich finde diesen Kampf übrigens in der Wii-Version wesentlich angenehmer, weil man Chica hier... ziemlich gut abschießen kann, wenn sie gerade herumtaucht, aber das ist okay. Ansonsten wird der Kampf ein paar Jahre dauern, das heißt, ich hoffe, ihr seid bereit dafür. Die erste Phase kann sehr, sehr langwierig sein, vor allem war, glaube ich, nicht mal der Lightbeam wirklich die Schwäche bei genauerer Überlegung. Ich glaube, die Lightbeam-Schwäche kommt erst bei der letzten Form von, man nicht wirklich Unterschied. Kommt jetzt bei der dunklen Form von der zweiten Phase. Ja, ich bin mir auch wirklich unsicher. Ich kenne euch am besten. Ne, ich kenne euch so irgendwie. Wird schon stimmen. Dieser Kampf kann einfach so unerträglich sein. Deswegen wollte ich hier nicht machen. Okay? So, was hast du vor? Dankeschön. So, das hat einer in irgendeinem paar Kommentaren geschrieben. Wenn man einfach normal schießt, ist das, wohl effizienter als... Komm schon! Yes! Oh, das ist der Treffer, davon rede ich. Wenn man normal schießt, mit dem Lightbeam macht es mehr Schaden, als wenn man charged. Beziehungsweise 3 einzelne Schüsse machen mehr Schaden, als ein gecharged. Irgendwie sowas. Das heißt, ich versuche darauf Wert zu legen. Auch wenn ich natürlich die gecharged Variante von dem Lightbeam sehr mag. Einfach, weil es wirklich viel Schaden macht, aber kann nicht alles sein. Ich frage mich, ob ich Chica auch mit der Screw Attack Schaden zufügen könnte. Ah, ich glaube, das war nicht ganz richtig. Wie kannst du hier überhaupt schwimmen? Der Kampf funktioniert nicht so ganz, wenn man... ich werde nicht treffen. Oh Gott, das sieht seltsam aus. Ich werde so nicht treffen. Das Gefühl, es sieht alles seltsam aus, wenn man einfach über das Wasser laufen kann, wie ich es mit dem Suit gerade kann. Oh, sehr schön. Darauf habe ich gewartet. Ein paar normale Schüsse. Dass die Zunge loslässt, dann wechseln. Und dann, Super Missile. Oh, das ist der Schaden. Okay, ich würde sagen, Phase 1 läuft akzeptabel. Ziemlich, ziemlich akzeptabel. So, wenn wir mal ein paar von den Insektenfreunden spawnen wollen, hätte ich nichts dagegen. Mit Insektenfreunden meine ich, ihr wisst, was ich meine. Keine Ahnung, wie ich die am besten nennen soll. Schattenbirnen. Kann ich Munition bitte haben? Dankeschön. Ich meine, ich soll solche im Kampf wirklich Gefahr laufen würde, Schaden zu nehmen, dadurch, dass ich den Lightsuit dabei habe. Das heißt, ich kann auch einfach... ich weiß auch nicht. Es ist an dem Punkt große Zeitverschwendung. Sehr, sehr ehrlich.
Aber ich denke, wenn Chica nochmal hier auf der Plattform landet, sollte der Kampf gelaufen sein. Was ganz Nettes. Problem ist nur, wir können dafür dann ein... Ich will nur ein Item holen. Oh Gott. Was sehr, sehr unvorteilhaft ist. Bei den anderen beiden Bossen kann man wenigstens insgesamt zwei dafür holen. Ah, Gott. Beim ersten Boss kann man dann nämlich, wenn man im hellen Äther ist, damit meine ich drei Wurmfreunde. Wenn man im hellen Äther ist, kann man dann ein Item holen, für welches man den das Echo-Visier braucht. Das spawnt nur dann, wenn man die Energie zum vom dunklen Äther abgegeben hat. Und bei Quadraxis bekommt man zum einen das Item von dem Boss selbst. Und zum anderen... Oh, das macht so wenig Schaden. Und zum anderen bekommt man dann, wenn man zurück ist, beim Raum von Illuminot. Ah, ich habe die Katze geskippt. Ich hoffe, das ist okay. Wenn man zurück bei Illuminot ist, bekommt man dann noch den, was eigentlich der Lightsuit wäre. So, könnte ich hier vielleicht mit meiner Later Beam arbeiten? Könnte ich. Das war ziemlich hoher Damage, ehrlich gesagt. Sehr gut. So, hier muss man schnell sein. Das ist auch eine Sache, welche... Ah, bin ich schnell genug? Nein, hat nicht gereicht. Sehr schön. Ah, ich hasse diesen Kampf. Der funktioniert auch in der Wii-Version wesentlich besser, weil man mit den Seeker Missiles halt sehr viel besser das Ganze anvisieren kann. Das nach oben ziehen ist einfach... Oh nein. Oh, ich bin zu langsam. Das nach oben ziehen ist etwas langsam. Warum muss man sie generell zweimal treffen? Ich bin mir absolut unsicher gerade an dem Punkt. Es kann sein, dass man sie auch generell erst zweimal treffen muss damit. Ich weiß es wirklich nicht. So, und jetzt warten wir. Bis Chica sich mit der dunklen Energie vollschlürft. Und dann ist Chica bereit für den Angriff. Bereit, den Schaden zu erleiden. Ich kann auch einfach eine Annihilator beamen. Nein, kann ich nicht. Das ist okay. Das war wohl schon alles an Schaden, was wir in dieser Phase austeilen können. Oh mein Gott. Diese Freunde geben eine Menge Munition. Ja, mehr ist nicht drin. Wobei, war es so viel Munition? Ich bin mir gerade unsicher. Und ansonsten werden wir ein bisschen warten. Bin wirklich unsicher, was das Spiel gerade von mir will. Oh, warum kann ich dir noch Schaden zufügen? Ich dachte, ich hätte schon alles gemacht. Das war seltsam. Okay. Dann gehen wir wieder in die Phase über. Ich weiß nicht ganz, wie genau ich jetzt Chica jetzt am besten erwischen soll. Vor allem mit den ganzen Ungeziefer im Weg. Ah. Ja, das ist freundlich von dir, dass du jetzt entschlossen hast, hier zu landen bei uns. Aber wir machen das Ganze nochmal. Mit dem Annihilator Beam ist das halt wirklich angenehm. Also ja, ich kann langsam den Namen davon aussprechen. Ah, langsam aber sicher. Das ist ein schweres Wort, okay? Also. Dann machen wir das Ganze nochmal und der Kampf sollte soweit gelaufen sein. Wie lange haben wir gebraucht? Keine 10 Minuten. Das ist eine vollkommen akzeptable Zeit in meiner Welt. Phase 1 zieht sich einfach so sehr. Phase 2 wegen nicht so viele Leben. Ja, Phase 1 ist unerträglich langsam. Wobei wir Phase 1 schon relativ viel Zeit sparen konnten, dadurch, dass ich das mit den Super Missiles hinbekommen habe. Hey, und Chica ist besiegt. Also wir können gleich mal nachschauen. Weil liegen da zwei Leichen oder eine? Inghive. Oh, wir machen den Boss Rush heute, wie mir scheint. Okay. Das bedeutet, Quadraxis steht wohl als nächstes. Oder Quadraxis? Ich weiß nicht mehr ganz. Steht wohl als nächstes auf dem Plan. Okay. Da ist die Libelle und die Larve ist nirgendwo zu sehen. Werden wir wohl nur eins von beiden brauchen, würde ich einfach mal behaupten. Muss ich jetzt nach oben oder kann ich einfach so schon abhauen? Ich glaube, ich muss erst nach oben, damit ein Fahrstuhl hier spawnt. Also machen wir das mal eben. Und dann werde ich einfach in die geheiligte Festung gehen. Und wir hoffen auf das Beste. Der Bosskampf sollte auch ziemlich angenehm werden, dadurch, dass ich den Lightsuit habe. Und eine Menge Munition. Das heißt, ich bin bereit. Hey, ich bin bereit. Wir machen einfach alle Bosse, die noch übrig sind im Spiel. Ich meine, nicht ganz alle. Wir können jetzt Spider-Ball-Wächter technisch gesehen machen. Ich würde ihn wirklich... Wobei Spider-Ball-Wächter wäre auch wirklich angenehm, wenn man den Magnetball bereits hat. Kann man nämlich bei der Bahn, der man unterwegs ist, schon sich sehr, sehr frei bewegen. Allerdings ist ja doch etwas abseits vom Weg. Das heißt, ich hätte auch nichts dagegen, wenn wir ihn nicht machen müssen. Die Sache mit Quadraxis ist, er braucht relativ lange, der Kampf. Aber ich bekomme halt safe zwei Items dafür.
Und sonst fehlen nicht mehr so viele Items. Das heißt, eventuell will ich das auch wirklich einfach machen. Wie auch immer. Ja, wir sehen uns in... Oh Gott, der geheiligten Festung. Oh Gott. Vielleicht nehme ich unterwegs noch andere Items mit oder so, wenn mir das einfällt. Wir werden sehen. Okay, geheiligte Festung. Ich habe gerade gesehen, es gibt hier generell noch ein paar Dinge zu holen. Wir müssen Quadraxis noch nicht mal machen. Bis es soweit ist, stehen noch ein paar Wege offen. Zum Beispiel kann ich hier rein. Und irgendwo muss der letzte Schlüssel sein. Ich rechne mit sehr vielen Missile-Containern, die mich sehr, sehr enttäuschen werden. Am Ende werde ich so oder so noch Quadraxis machen müssen, aber ich kann es versuchen. Warum kann ich da nicht rüberspringen? Ich kann es versuchen, okay? Gott, wann war ich zuletzt hier oben? Ich kann mich nicht ganz erinnern. Ein Missile-Container. Ich meine... Wenn ihr was anderes erwartet habt, dann solltet ihr vielleicht an eurer Erwartungshaltung arbeiten, denn die scheinen mir alles andere als realistisch zu sein, ehrlich gesagt. Okay. Ah, ich könnte auch oben mal durch die Powerbombentür gehen. Bin mir gerade nicht ganz sicher, wo mich das hinbringt, aber da ist noch ein Item, das sehe ich ganz eindeutig auf der Karte. Das heißt, wir gehen einfach hoch und wir sehen, was auf mich wartet. Bitte schieß mich nicht ab. Dankeschön. Gott, diese Gegner hasse ich immer noch sehr. Okay. Powerbomben-Tür. Jetzt soll ich ja direkt... Ja, hier kann ich direkt sehen, was für ein Item es ist. Und es ist ein Missile-Container. Das heißt, wir haben absolut kein Interesse daran, hier irgendwas wirklich zu machen. Und ich kann direkt weitergehen. Ich werde Loki einfach versuchen, mich auf dem Weg zu... Will ich Quadraxis überhaupt machen? Es gibt noch so viele andere Locations. Zum Beispiel, wenn wir einen Spider-Ball welche machen. Von dem aus gibt es dann auch zwei Items zu holen. Oder hier würde es auch eins geben. Oder da vorne, wenn man durch die... Kann ich die durch die normale Tür gehen? Nein, die ist noch versperrt. Da oben ist Mr. Container. Kann ich bitte... Oh mein Gott. Ich kann... Doch, jetzt kann ich nach oben ziehen. Warum hat es gerade eben nicht funktioniert? Das war seltsam. Dann würde ich sagen... Können wir eben die Türe hier öffnen. Oh, das ist das falsche Visier. Ich dachte mir gerade, müsste da nicht Teile sein, die ich abschießen kann? Die Antwort ist ja, müssten, da sind welche. Es war nur das falsche Visier. Wir machen erstmal den Boss von hier, denke ich. Ich meine, der bringt mich auch zu zwei Items. Der Draxis dauert einfach wirklich lange, okay? Oh, das ist am anderen Ende der Map. Mir gefällt die Situation hier gerade übrigens nicht sonderlich. Dankeschön, kann ich... Okay. War das alles? Das war alles. Das Traurige ist, ich habe nicht mal so nicht viel Schaden erlitten. Ich hatte aber auch wirklich keine Lust, die Gegner zu bekämpfen. Das heißt, das lief alles so, wie ich mir das wünschen würde. Also, was gab es hier nochmal zu tun? Ah ja, nochmal das Gleiche. Ey, ich meine, warum nicht? Der Boss hier ist wenigstens relativ cool. Ich war mir aber fast sicher, dass diese Videoreihe schon gemacht habe, aber damit läge ich sehr, sehr falsch, wenn ich davon ausgehen würde, wie sich herausstellt. Und hat der Tatsache, dass ich ihn noch nicht gemacht habe. Das ist vollkommen okay. Generell, es ist, wie gesagt, es ist zu lange her, seit ich die letzten vier Folgen aufgenommen habe. Ah, ich habe mich etwas davor gedrückt, das letzte Mal, weil ich mir dachte, ich hasse den letzten Boss und der Chica-Kampf. Das ist okay. Kommen wir alles hin. Ich meine, Chica-Kampf war okay. Der letzte Boss wird nur... Wir werden sehen, wie gut ich mit der Screw-Attack sein werde. Das wird darüber entscheiden, wie der letzte Boss laufen wird. Ich mag den Kampf übrigens sehr vom Prinzip her. Man springt mit dem Boostball einfach hin und her. Und muss die Schwachpunkte immer wieder scheinen und treffen. Was? Ich weiß auch nicht. Ich denke, das ist eine spaßige Idee für den Bosskampf. Ah. Yes. Sonst sollte jetzt gleich... Oh, oh. Wenn man runterfällt, kommt das. Okay, ich weiß nicht ganz, wie ich hier jemals hochkommen soll. Oh, so. Sehr schön. Und das war Phase 1. Nächste Phase. Ich weiß nicht ganz, ob das überhaupt als richtiger Boss zählt. Er hat keinen Lebensbalken. Ich weiß nicht, was der Name ist, aber er müsste ein Boss sein. In meiner Welt ist das ein Bosskampf. Nicht der größte Bosskampf, aber sind die wenigsten aus dem Spiel. Ah, oh Gott. Der Pier wird seltsam zu zielen. Mit dem Boostball. Man nicht genau einschätzen kann, ob er jetzt wirklich eher linksbündig oder geradeaus wird. Ich glaube, man kann es eigentlich steuern nach links und nach rechts, aber möglicherweise will ich, dass es geradeaus geht, aber das ist nicht immer eine Option. Das lief soweit ziemlich gut. Boom. Was? Komm schon! Okay.
Das heißt, jetzt sollte noch die Mitte fehlen, wenn mich nicht alles täuscht. Mitte. Komm schon. Okay. Oh, das war Phase 2. Das heißt, wir kommen zum Finale dieses Kampfes. Es ist nicht der größte Bosskampf, okay? Aber es ist einer, irgendwie. So. Zeig, was du drauf hast. Zeig mir deine Schwachpunkte. Das war Nummer 1. Oh Gott, der hat mich fast erwischt. Oh Gott. Manchmal, es ist der Boostball. Er fliegt dich in dem Winkel weg, wie ich mir das vorstelle. Okay, sehr schön. Das hat diesmal geklappt, weil ich ein bisschen gezielt habe damit gerade. Nein. Komm schon. Das wäre ein Treffer. Oh nein. Ich meine, die gute Sache ist, ich habe super viele Leben und mir kann eigentlich effektiv nichts passieren, aber dennoch. Bisschen enttäuschend. Oh, müssen wir das jetzt wirklich machen? Das ist ein sehr schlecht laufender Kampf gerade gewesen. Aber hey, wir haben ihn besiegt. Ah, ich bin nicht zufrieden mit der Leistung. Absolut nicht zufrieden. Vor allem weiß ich nicht, ob man ein Item jetzt dafür bekommt. Ich glaube aber, die Antwort ist nein. Stattdessen können wir jetzt durch die eine Tür gehen. Ich meine, da gibt es ein Item zu holen. Ne, gut genug. Gut genug. Und zwar müssen wir uns dafür hochschießen. Das heißt, wir sollten direkt beim... Oh mein Gott, das ist der letzte Schlüssel. Oh, das ist der letzte Schlüssel. Oh, das war die goldrichtige Entscheidung. Oh mein Gott, stell dir vor, ich hätte Vertragsdienst gemacht. Ich wäre so wütend. So, jetzt ist nur die Frage, wie komme ich da ran? Von hier aus? Oh, yes. Sky Temple Key Nummer 3. Warte, warum kam keine Meldung von wegen, du hast alle Schlüssel gesammelt? Ich gehe mal zu einer Speicherstation und dann werde ich der Sache näher auf den Grund gehen. Aber sag mir nicht, dass ich mich verzählt habe und dass mir in Wirklichkeit noch mehr fehlt. Oh, das wäre... nicht schön. Vor allem gibt es auch wirklich nicht mehr so viele Locations abzugrasen. Au. Das war nicht optimal gezielt. Speicherstation, mach mich glücklich. Es kann auch sein, dass die Meldung erst dann kommt, wenn man speichert. Ich meine, mich an irgendwie sowas zu erinnern. Komm schon. Yes! Oh! Wir sind bereit für das Finale! Ich meine, ich habe auch genug Items für alles, was ich brauche. Wir gehen sowas von ins Finale. Das heißt, ich möchte... Ich möchte erstmal wieder zurück. Mein Starting Room war irgendwo im dunklen Argon, wenn mich nicht alles täuscht. Das war ziemlich unvorteilhaft und fürchterlich. Ja, das ist sehr unvorteilhaft und fürchterlich. Vor allem bringt es mich, glaube ich, dem manchen Zielpunkt kein bisschen näher als... Oh, ist der helle Argon. Immerhin, ich dachte, es wäre der dunkle. Ja, gehen wir zurück. Gibt nicht viel zu erledigen. Ein kleiner Fußmarsch Richtung letzter Boss. Weiß ich, ob ich das schon angemerkt habe, aber ich kann den letzten Boss des Spiels nicht ausstehen. Und üblicherweise habe ich große Probleme mit dem Bosskampf, was diesmal hinhauen sollte, weil ich habe wirklich viele, ziemlich viel Leben. Ich habe auch den Lightsuit und super viel Munition. Das heißt, das wird ganz nett, aber ich mag ihn nicht. Auf jeden Fall, wenn wir in Phase 3 sind von dem Bosskampf, werde ich versuchen, den Speedrun-Trick zu verwenden. Das heißt, beim Versuch, das zu machen, werde ich sehr, sehr wütend, weil es nicht hinhauen wird. Und dann wird es irgendwie doch klappen und dann werde ich sagen, hä? Das hat den Kampf im Endeffekt auch leichter gemacht, als wenn ich ihn normal gemacht hätte. Ich kann den Kampf wirklich nicht ausstehen. Ich denke, es würde mir ziemlich gut tun, weil ich mich zuerst dazu entscheide, noch meine Munition und alles aufzufrischen, bevor wir zum finalen Boss gehen, auch wenn es wieder mal keinen Unterschied macht, weil quasi alles voll ist. Aber prinzipiell kann es nicht schaden. Der Weg, den ich am besten gehe hier, wäre, dass ich dazu in den dunklen Äther gehen muss, wo man den einen... Gott, wie nenne ich das am besten... Die Rail-Shooter-Action, ich wollte gerade sagen, Sektion besser gesagt, ich wollte gerade sagen, der Fahrstuhl, aber das ist nicht wirklich ein Fahrstuhl. Das ist überhaupt kein Fahrstuhl. Das ist, weil die seine Rail-Shooter-Stelle, die relativ interessant war für das, was hier ist, aber nicht unbedingt allzu spaßig. Und sie ist gleich im Raum nebenan. Hey, ich hoffe, ihr seid bereit. Das große Finale. Ich habe sogar 10 Powerbomben. Das sind mehr, als ich jemals brauchen werde. Vor allem dauert es super lange, bis man überhaupt 10 Stück einsetzen kann.
Weil es immer einen gewissen Cooldown gibt zwischen dem Einsatz der Powerbomben. Ja, das ist vollkommen okay. Ich meine, ich werde mich nicht darüber beschweren. Ich habe das Gefühl, wir haben zu viele gefunden. Dann wiederum sollte ich eigentlich nur 9 haben. Aber ich habe die eine gedupt ganz am Anfang. Das macht mich immer noch unfassbar wütend, dass man... Ich weiß, ein Ladebildschirm ist, weiß ich, bei dem Übergang zwischen verschiedenen Welten, aber... Ich versuche immer, sie zu skippen. Ich versuche immer, Start und A zu hämmern, aber es passiert einfach nichts. Aber ich werde es immer weiter versuchen und irgendwann wird was passieren. Frage ist natürlich, welche Taktik werde ich jetzt am besten gegen die erste Phase anwenden von dem Boss? Ich denke, ich werde auf den Annihilator Beam gehen. Und dann Super Missiles vielleicht? Ihr werdet sehen, was das Problem ist. Der ist auch in der Wii-Version wesentlich angenehmer, weil man vernünftig nach oben ziehen kann. Könnte man dann ziemlich gut mit Seeker-Missiles machen. Eine Sache, die ich auf der GameCube-Version sehr viel anstrengender finde, als dass es irgendwie nützlich ist. Hey, können wir bitte... Dankeschön. Oh, jetzt erwischt mich der andere, wirklich? Das Problem ist, man braucht hier mal einen gewissen Abstand, um die Türen zu öffnen. Ja, so ungefähr. Okay. Ich meine, was ich lebenstechnisch an Schaden nehme, spielt keine Rolle. Wir bekommen sowieso eine Speicherstation. Ich sollte nur aufpassen, dass ich nicht allzu viel Munition verschwende. Ich meine, die Missiles sind auch noch okay, aber Dark und Light Beam Munition? Na, nicht allzu viel. Ich sollte nicht allzu viel verschwenden. Vor allem, das ist eine Sache, die mich auch unfassbar stört am Finale. Wenn man bei der letzten Speicherstation ist, da ist keine Munitionsstation und ich weiß einfach nicht warum. Das ist eine Sache, die mir so oft... Oh, die stört mich so oft. Es sind ein paar Container, die man aufmachen kann, um da Munition zu bekommen. Aber keine separate Munitionsstation. Das finde ich fürchterlich. Aber schau ich das an. Sky Temple. Es geht los. Wir können die Cutscene skippen an der Stelle, denke ich. Flieg rüber, Samus. Diese Animation kann man auch mit dem anderen zuziehen, was super seltsam ist. Aber es geht nur hier am Ende, ansonsten braucht man die logischerweise immer, um zu den verschiedenen Stellen zu kommen. Und hey, das ist das Raumschiff, aus dem der Lightsuit kommt im hellen Äther. Aber das haben wir nicht gesehen, weil ich Verdraxis nicht besiegt habe. Aber im hellen Äther kommt ein Item raus, okay? Also, Speicherstation, ihr habt viel von ihr gehört. Sie ist hier platziert, aber keine Munitionsstation, aus unerfindlichen Gründen. Jo, wenn ihr das Remake zu Metroid Prime 2 macht, auf das die ganze Menschheit wartet. Ich meine, es gibt die Wii-Version, ich wüsste wirklich nicht, wofür ein Remake gut sein sollte. Dann fixt das. Müsste ja in Wii-Version auch gleich sein, auch wenn ein paar Dinge gefixt wurden oder geändert. Bin ich jetzt runtergefallen? Hey. Nein. Okay, alles gut. Ja, wie Sie weiß, wenn ich drüber nachdenke, ein Remake von Metroid Prime und Metroid Prime 2 wäre ziemlich schwachsinnig. Die Wii-Version macht eigentlich alles besser, was man so ziemlich besser machen kann. Außer in Teil 1, wo man die ganze Zeit immer noch im Kreis läuft, aber andere Geschichte. Und nachher Later Beam. Du bist mein getreuer Gefährte in diesem Kampf. Wünsch mir Glück. Vor allem ist es auch so ein seltsames Design für den letzten Boss. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Es ist mehr eine Kugel als alles andere, aber das ist wohl der Ing Emperor. Er hat die Energie des Planeten gefressen. Wir müssen ihn aufhalten, Samus. Ein für alle Mal. Je weiter es geht, desto mehr von diesen Tentakeln wird heraus, das was ziemlich unvorteilhaft ist. So, nein, Leiter Beam ist jetzt ziemlich hilfreich, weil er automatisch anvisiert. Okay, es geht auf. Wir wollen nah rangehen. Und mit was? Und mit Super Missiles. Treff im Idealfall. Nein, wird das noch Treffer? Es wird keiner. Oh Gott. Auch eine Möglichkeit ist mit Annihilator Beam einfach reinschießen, aber das war nicht gut. Gleichzeitig war es auch ziemlich akzeptabel. Ich wurde von dem Laser nicht erwischt, was sonst immer ein großes Problem ist. Warum bin ich jetzt zu einem anderen Beam gewechselt? Und hier werde ich einfach Tatsache, dass ich... Oh mein Gott, das läuft nicht gut. Ja, die Tatsache, dass wir viel Munition haben, ausnutzen, um einfach, und leben, um einfach zu tanken. Ja, das läuft fürchterlich. Egal. Super Missile.
Soweit, so gut. Oh, am wichtigsten ist, von dem roten Laser nicht berührt zu werden. Denn wenn man von ihm berührt wird, wird man für Ewigkeiten gestunt. Ja, ich kann den Kampf nicht. Habe ich das schon angemerkt? Versuchen wir Seeker Missiles an der Stelle. Ich verbrauche sonst zu viel Munition. Seht ihr, wie schwer es ist, nach oben zu zielen? Gott, ich hasse es. Eigentlich machen die Missiles erst Splash-Damage. Das heißt, sie erwischen auch ein paar von den Tentakeln, die nebenan sind. Das kann ganz hilfreich sein. Versuchen wir das jetzt einfach mit Missiles zu machen. Nicht so, als ob wir sonst noch irgendeine Verwendung für die haben werden im Laufe des Kampfes. Ich nehme halt einfach so gar keinen Schaden. Der Kampf ist sehr viel einfacher, wenn man den Lightsuit hat. Ohne den Lightsuit hat man... Man nimmt halt wirklich die ganze Zeit sehr viel Schaden. Einfach, weil man im dunklen Äther ist. Ach, komm schon, wirklich? Als ob das kein Treffer war. Oh, nein, nein. Nein! Oh, das läuft gerade so schlecht, wie es nur laufen kann. Das war, natürlich war das ebenfalls kein Treffer. Oh, mein Gott. Oh, das ist so schlecht. Oh, mein Gott. Ich hasse diesen Kampf so sehr. Ich hasse diesen Kampf. Deswegen will ich den letzten Boss nicht machen. Ist komplett Trash. Vor allem verschwende ich jetzt meine ganze Munition. Oh Gott. Moment, die brauche ich gar nicht mehr. Wir können sie verschwenden, fällt mir gerade. Gott! Ich kann nicht schießen. Oh, ich bin gestunt noch gewesen. Oh mein Gott. Oh nein, das läuft so schlecht. Oh Gott, wie kann es überhaupt so schlecht laufen? Ich hatte wesentlich bessere Kämpfe von Phase 1. Ist euch das bewusst? Ich hoffe, das ist euch bewusst. Oh Gott. Oh, das sieht gut aus. Mach euch keine Sorgen, das ist ganz natürlich. Passiert manchmal. GameCube war nicht die stärkste Konsole. Schauen. Okay. Okay, es fehlt nicht mehr viel. Gott! Ich weiß nicht, wie ich hätte ausweichen sollen. Okay, wir haben ihn. Phase 2. Oh, Phase 2 ist, ich weiß nicht ganz, warum sie überhaupt existiert. Das ist einfach nur Zeitverschwendung. So, wir holen die Tentakelfreunde hervor. Dann legen wir eine Powerbombe. Normale Morphballbomben. Je nachdem, wie abenteuerlich man sich gerade fühlt. Und dann machen wir das Ganze noch 8 Mal. Ich glaube, die Phase ist hauptsächlich dafür da, dass man seine Ressourcen auffüllt. Ich weiß nicht. Ich finde es wirklich nervig und unnötig. Es ist halt einfach, es ist kein spaßiger Kampf. Dann wiederum, ich kann den ganzen, es tut mir leid, ich höre auf darüber zu meckern, aber ich kann den letzten Boss wirklich nicht ausstehen. Und ich bin auch noch wirklich schlecht darin, was die Sache noch so viel schlimmer macht. So, Powerbombe. Okay, letzte Phase. Eigentlich muss man auf seinen Mund schießen, bitte mal nachher later beamen. Aber wenn man ganz flach abspringt und eine Screw Attack macht, kann man ihm super viel Schaden machen. Man muss ihn dafür nur erwischen, was ich nicht getan habe. Oh Gott. Ein super flache Screw Attack. Und wenn man die Hitbox im richtigen Winkel erwischt, dann macht man scheiß viel Damage. Oh Gott. Oh ja, das werden wir... Oh, seht ihr? Ich habe ihn erwischt kurz. Wenn er springt, kann man ihn leichter treffen mit dem Ganzen. Oh, das war seltsam. Auch keinen Schaden gemacht. Ich bin, wie gesagt, wirklich nicht gut darin. Au, au, was war das? Das heißt ja nicht, dass ich es nicht versuche. Es war zu hoch. Komm schon. Es ist doch... Was? Oh Gott. Am besten ist, wenn er auf einen zuspringt. Dann kann man ihn wirklich gut treffen, möglicherweise. Oh mein Gott.
Es hat Schaden gemacht, seht ihr? Man braucht nur das... den richtigen Abstand. Ich kann das überhaupt nicht. Habe ich das schon angemerkt? Also es ist trotzdem so viel effizientere Methode für mich, diesen Boss zu bekämpfen. Ihr wollt nicht wissen, wie der Kampf normalerweise für mich läuft. Das ist unterhaltsam, wie er mich wegschleudert. Oh, das läuft so schlecht. War das ein Hit? Nein. Traut mir, das bekomme ich noch alles hin. Es war ebenfalls keiner. Ich glaube, ich war zu weit oben. Okay, das ist einfach nur dämlich an dem Punkt. Ich nehme wirklich viel Schaden. Oh. Es war ein Hit. Nicht so, wie ich mir es gewünscht hatte, aber es war ein Hit. Irgendwie. Oh, wenn ich halt wenigstens noch einmal treffen würde oder so. Oh, das war ein Treffer. Ja. Langsam. Wir haben ihn. Es ist seltsam von der Hitbox her, okay? Aber vertraut mir, wenn ich den Kampf normal gemacht hätte. Schon allein, weil ich meine ganze Munition verschwendet habe. Oh mein Gott, ich hätte so viel länger dafür gebraucht. Außerdem, das Böse ist ein für alle Mal besiegt. Zum Glück gibt es nicht noch einen weiteren Bosskampf, der auf uns wartet oder dergleichen. Das wäre nämlich ziemlich fürchterlich. Und ich wäre absolut nicht bereit dafür. Ja, so haben wir den Planeten gerettet. 3 Phasen von einem letzten Boss. Ich denke, es sollte auch genug sein. Wir brauchen nicht noch eine. Es gibt noch einen letzten Bosskampf gegen Dark Samus. Ich weiß nicht, warum ich das so sage, als ob Leute, die es sehen, das Spiel nicht kennen sollten. Ich wüsste nicht ganz, warum man Randomizer anschaut, wenn man das Spiel nicht kennt. Das Gefühl, der ist dann relativ wenig aussagekräftig, aber dennoch. Ja. Dark Samus kann man auch irgendwie mit der Screw Attack schneller machen, aber das ist super seltsam und ich bin kein Fan davon. Wir werden aber stattdessen etwas Zusatzdamage mit dem Dark Beam zufügen. Denn wie ich gelernt habe, ist das ihre Schwäche. Beziehungsweise in Anfang werden wir noch mit Super Missiles machen. Und dann, wenn die Shit-Phase losgeht, wechsle ich auf den Dark Beam. Dann machen wir nämlich Bonus-Damage. Was extrem hilfreich ist. Wir schauen uns die letzte Cutscene dann noch an. Dark Samus. Das macht zu viel Damage. So, sie wechselt in die Schallebene. Oh, oder machst du das? Oh Gott. Nein. Warum werde ich gerade... Ich sollte davon nicht so sehr getroffen werden. Ich glaube, man muss sie immer mit dem Echovisier treffen. Mal genauere Überlegung. Bei dem Kampf. Okay, jetzt beginnt die Phase. Ab hier wollen wir den Charge Beam, den Dark Beam chargen. Wenn die Kugeln kommen, dann muss sie aufsammeln und nicht so oft getroffen werden. Sonst, das ist das Spaßigste daran. Sonst wird nämlich, sonst steckt sie den Beam wieder weg und man kann einfach nichts machen, wie es bei mir gerade der Fall war. Vor allem auf dem GameCube ist es super unangenehm, irgendwie zu verhindern, getroffen zu werden. Das heißt, das ist einfach zu viel Spaß. So, sie landet wieder am Boden. Das heißt, wir machen eine Super Missile. Keine Ahnung, vielleicht zeigt ihm da auch effizienter bei genauer Überlegung. Dann machen wir das Ganze nochmal. Aber wir haben noch ein Zeitlimit. Dieser Kampf ist so unerträglich, wenn man nicht den Lightsuit hat, weil man auch konstant die ganze Zeit Damage nimmt. Und dann passiert das und es ist sehr, sehr frustrierend. Ich weiß nicht ganz, wie man sich am besten hinstellen soll, damit man, oh, warte, ich glaube, ich weiß wieder. Ich glaube, mir wurde ein Trick erklärt. Ich erinnere mich wieder. Moment. Man will mit R nach oben zielen, wenn sie die Kugeln macht. Und sie direkt aufzusammeln. Yeah. Es funktioniert besser. Ja. Yeah. Sieh was? Es lief akzeptabel. Bisschen warten, bis hier verwundbar ist. Okay. Und dann das Ganze nochmal. Und das machen wir jetzt noch ungefähr 800 Mal. Was soll das heißen? Der Kampf geht länger, als er das sollte. Das ist einfach nur eine Lüge. Kampf geht genauso lang, wie er spaßig ist. Als ob man die gleiche Tätigkeit 800 Mal wiederholen würde, der gleiche in dem Kampf. Das wäre einfach nur gelogen. Schau ich an, wie abwechslungsreich das ist.
Gott, ich hasse die letzten Bosse aus diesem Spiel sehr. Das ist die Sache, die ich am wenigsten an Metro Prime 2 mag. Die letzten Bosse. Ist einfach alles so langwierig und wirklich, wirklich, wirklich nicht spaßig. Aber dieser Kampf hier gerade gegen Dark Samus läuft ziemlich akzeptabel, muss man fairerweise sagen. Darüber will ich mich auf gar keinen Fall beschweren. Okay. Die Kugeln kommen. Ja, manchmal fliegen sie auch einfach so, dass man nur irgendwie öfter getroffen werden kann im Großen und Ganzen. Was ziemlich fantastisch ist. Mit Speedrun macht man die Phase auch gar nicht. Man macht das auch mit Screw Attack. Man schießt sie irgendwie auf den Boden, damit sie wegläuft. Und dann macht man die Screw Attack. Ich glaube, während sie nicht sichtbar ist. Ja, irgendwie so. War seltsam. Okay, dann hast du nochmal auf den Boden. Wie wollen wir jetzt zu Ende bringen, Dark Samus? Okay. Wir machen das Ganze nochmal. Oh Gott. Manchmal soll es auch einfach nicht passieren. So, dieser komische normale Strahl macht so viel Schaden. Lande! Nein, okay. Oh, das große Finale. Oh, yes! Und das war Dark Samus. Wo ist mein Timer? Damit ich ihn stellen kann. Das war aufregend. Es tut mir leid, dass ich mich etwas zu sehr beschwert habe, aber ich kann die letzten Bosse wirklich nicht leiden und ich bin auch wirklich nicht gut darin, sie zu bekämpfen. Ich weiß es nicht. Diese Bosse liegen mir einfach so viel weniger als alles andere. Es ist etwas fürchterlich. Zum Glück werden wir Dark Samus aber nach dieser Aktion nie mehr wiedersehen. Absolut nie mehr wieder. Oh, das ist die aus Metroid Prime in Teil 1 rauskam mit den Augäpfeln an den Händen. Was ganz cool ist. Das Licht hat sie beseitigt. Und jetzt fliegt der Planet in die Luft und Samus haut ab. Aber ich kann die Cutscene gar nicht skippen. Sehr schön. Das heißt, wir sind wirklich komplett fertig. Warum dachte ich gerade, dass ich noch zum Ende hinlaufen muss oder sowas? Oh oh. Standard Ink, Samus. Besser keine Powerbombe legen. Oh, sie hat doch den Dark Beam, weil ich ihn eingesetzt habe. Während des Kampfes, was ganz cool ist. Ah ja, ich würde sagen, das war Metroid Prime 2 Randomizer. Wir sind soweit fertig. Das Ende lief jetzt doch noch. Mit dem Ende mache ich den Kampf. Sondern das davor beim Ende lief doch noch ziemlich akzeptabel. Generell. Ich hatte das Gefühl, ich hatte nicht das größte Glück bei dem Seed. Alles ist vollkommen okay. Wir kamen gut genug voran. Und, wollen wir die Cutscene noch an? Wir schauen die Cutscene noch an, wenn wir schon mal hier sind. Ein siegreicher Sprung und die Luminot wurden aus ihrem Schlaf wieder aufgeweckt. Und sie sind bereit, sich für Samus Hilfe zu bedanken und sie zu verabschieden. Während sie die coole Geste mit der Hand macht. Aber ich nehme wahrscheinlich schon wieder zu viel vorweg an der Stelle. Hey, das ist die Energie vom dunklen Äther, die wir nie zurückgebracht haben. Freut mich, dass ihr Freude daran habt. Weil der dunkle Äther wurde im Großen und Ganzen aufgelöst. Das heißt, es gibt wohl Sinn, dass ihr die Energie auch so wieder zurückbekommen habt. Und ihr Anzug ist weg. Falls euch gewundert hat, was die Begründung dafür sein wird. Er ist wieder zurück im Raumschiff. Beziehungsweise erst die Lichtenergie von hier oder sowas. Ja, wieso ist es der Anzug? Deswegen muss er natürlich wieder zurück, wenn das Böse bekämpft wurde. Zeig uns die coole Geste. Yeah. Okay, Metroid Prime 2 Randomizer. Wie viel Prozent aller Items haben wir eigentlich? Ich glaube, wir müssen bei so 90% sein oder sowas. Oh nein, ich erinnere mich wieder. Samus in Metroid Prime 2 sieht sehr viel mehr Anime aus, als es noch bei Teil 1 der Fall war. Sieht einfach komplett anders aus und das ist sehr unbehaglich. Geh bitte. Ich wundere mich auch, wie sie es geschafft hat, ihr Raumschiff zwischen Metroid Prime 1 und Metroid Prime 2 umzubauen. Aber das ist eine Frage, die wir wahrscheinlich, auf die wir nie eine Antwort bekommen werden. Generell sieht das Raumschiff in jedem Teil irgendwie anders aus. Das ist seltsam. Eins der großen Metroid-Geheimnisse.
Ich will eigentlich nur sehen, wie viel Prozent der Items ich habe, ehrlich gesagt. Nein, ich werde jetzt nicht die Credits anschauen. Nein, 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 nein. Das machen wir nicht. Oh, die Credits müssen doch durchlaufen. Okay, der große Moment. Der große, große, große Moment. Ich glaube, das ist der Seed, den ich verwendet habe. 81%, 4,5 Stunden Ingame-Zeit. Das ist tatsächlich super langsam. Aber wir haben es geschafft. Ich werde gesagt nicht wirklich speichern. Ist mir egal, dass ich den Spielstand niemals weitermachen werde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Metroid Prime 2 Randomizer. Metroid Prime 2 Randomizer. Wir wissen nächstes Mal, wenn es nicht Metroid Prime 2 Randomizer sein wird. Aber ihr versteht schon. Gute Nacht. Wahrscheinlich.